Hallo da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Manchmal denke ich, ach, es ist toll, dass ich wieder recht hatte. Nur ist es dann leider nicht gut. In dem Fall habe ich einen Artikel aus quasi meiner Heimatregion, aus Hannover, ist auf der Jungen Freiheit zu sehen. Und zwar, es ist wie es ist. Ich habe immer gesagt, warum sitzen eigentlich keine deutschen Integrationsposten? Ganz einfach, weil es um Lobbyarbeit geht. Und weil Migranten mit Absicht dort reingesetzt werden, in diese Position gebracht werden, grundsätzlich, damit sie Politik für Migranten machen und nicht dafür, dass Deutsche einen Vorteil haben oder eine vernünftige Integration. Es geht also immer nur darum, die Rechte der Deutschen zurückzudrängen. Deshalb sind Migranten die Leute, die Integrationsbeauftragte werden. Und dass es interne Quoten gibt, heimliche Quoten, ist auch klar, genau wie Frauenquoten. Ihr wisst, ich bin ein Feind von Quoten, weil bei Quoten grundsätzlich nicht die Kompetenz berücksichtigt wird, sondern irgendwelche anderen Gegebenheiten, zum Beispiel das Geschlecht weiblich oder divers oder so etwas, was natürlich ineffizient ist und außerdem ungerecht, weil es bedeutet, dass irgendwelche Merkmale dich bevorteilen und nicht deine Leistung. Das ist damit prinzipiell immer grundgesetzwidrig. Und jetzt kommt der Hammer. Was läuft in Hannover? Es gibt eine Quotenregelung. Und dazu muss man sagen, wir haben einen grünen Bürgermeister. Belit Onay heißt er, soweit ich weiß. Und ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe auch nur gedacht, ja, ihr wolltet das so in Hannover, okay. Und genau das, was ich erwartet habe, passiert jetzt. Es ist nämlich so, dass die Stadt Hannover einen Beschluss gefasst hat, wonach künftig ein Drittel aller neu ausgeschriebenen Stellen und Bewerber mit Migrationshintergrund gehen sollen. Und, O-Ton, ein grüner OB macht den Unterschied, schrieb die türkischstämmige Politikerin Filiz Polat am Mittwoch auf Twitter. Und zwar, das ist die Schande daran, einstimmig im Ausschuss entschieden. Und zuvor hatte sich eben ja, der Integrationsausschuss, kein Wunder, ne, dass sie sich dafür aussprechen, die machen ja Lobbyarbeit, die hatten sich davor eben dafür ausgesprochen, den Anteil der Menschen mit Wurzeln im Ausland in der Verwaltung in Hannover deutlich zu steigern. Ja? Und das sollte innerhalb von 5 Jahren passieren. Und es müssen bei 30% aller Stellenbesetzungen Menschen mit Migrationsbiografie zum Zuge kommen. Das ist die Beschlussvorlage. Grüne, SPD und CDU stimmen für die Initiative. Und da sieht man auch mal wieder, es ist völlig egal, ob ihr in Hannover CDU oder SPD wählt, es läuft immer das Gleiche. Ja? Es ist völlig egal. Es ist austauschbare Politik. Austauschbare Politiker, die all das Gleiche machen. Jetzt soll es sogar noch eine Öffentlichkeitskampagne geben, um Nachwuchskräfte aus Einwanderfamilien für die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Landeshauptstadt zu begeistern, weil Hannover sei eine Einwanderungsstadt. Ah, wir sind alle bunt, es geht uns gut, hey, super. Ja, und wenn man es nicht kann, dann muss man die einfach noch fördern, aber sie müssen auf jeden Fall rein, auch wenn sie es nicht können. Ja, und als i-Tüpfelchen, ja. Will man den Tag der Vielfalt an den kommunalen Schulen fortsetzen? Böse Zungen würden sagen, die Hirnwäsche richtig ganz unten bei den Schülern einsetzen oder ansetzen, damit die auch später, wenn sie mal wählen dürfen, auch weiter so wählen, dass es genauso läuft. Und man will ein antirassistisches Coaching in den Behörden weiterentwickeln und einen Preis für migrantische Unternehmen in der Wirtschaft ausschreiben. Antirassistisches Coaching bedeutet also Gehirnwäsche. Wenn du dagegen bist und sagst, Entschuldigung, das ist grundgesetzwidrig, das geht gar nicht, dann brauchst du ein antirassistisches Coaching. Ja, was soll ich dazu sagen? Und ja, ein Preis für migrantische Unternehmen, warum eigentlich? Warum für migrantische Unternehmen? Sind die wichtiger als andere? Und jetzt kommt nochmal ein Sahnehäubchen. Hier steht, in dem Integrationsausschuss der Stadt sitzen sowohl die Grünen als auch SPD und CDU. Ja, und Bilet Onay ist eben der Bürgermeister. Und jetzt kommt meine Kritik und damit bin ich nicht allein. Quoten sind regelmäßig grundgesetzwidrig. Denn wir müssen uns mal kurz vor Augen halten, was heißt denn das? Das heißt was ganz Einfaches. Das heißt, es gibt einen Geburtsadel. Ich bin mehr wert, wenn ich nicht deutsch bin. Das heißt das. Ganz klar, es ist nicht übertrieben. Wenn ich nicht deutsch bin, bin ich ein besserer Mensch und kriege den Job. Nur weil ich geboren wurde als Nichtdeutscher. Und weil ich Eltern habe, die einen Migrationshintergrund haben. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das ist ein Geburtsadel, ist das.
Das ist eine leistungslose Zuteilung aufgrund von Geburt. Das ist rassistisch, ist das. Alle sind besser und mehr wert als die Deutschen. Hauptsache nicht deutsch. Weil die sind ja weiß und alt und privileged und so weiter und so fort. Und die armen Ausländer sind immer benachteiligt, grundsätzlich. Das ist auch so unfassbar rassistisch den Ausländern gegenüber, den Migranten. Weil es ist nämlich immer so, ach du kleines Kuttelchen, oh Tätschel, Tätschel. Du bist ja so benachteiligt, du bist so schwach, du kannst es ja nicht allein. Wir machen das für dich. Es gibt eine Menge Ausländer, die kotzt das richtig an, weil die sagen, Alter, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich spreche für mich selber und ich habe mich durch Leistung durchgesetzt. Das sollen die anderen für dich auch. Unser Grundgesetz sagt, dass die Menschen gleich sind, unabhängig von Ethnie, von Religion, von politischer Einstellung. Und genau das wird hier gebrochen. Wir haben eine neue Adelsschicht. Hauptsache, du hast migrantischen Hintergrund. Kriege ich auch einen? Ich habe schlesische Vorfahren. Ich schätze mal nicht. Ich bin leider zu biodeutsch. Schade. Das ist grundgesetzwidrig. Und es bestätigt, was ich sage. Der Grüne bildet ohne, der Migrationshintergrund hat, führt das quasi ein. Das ist die regelmäßige Folge, wenn du die Migranten in die Schaltposition der Macht packst, tun sie genau das, wofür sie da sind. Sie machen Politik gegen die Deutschen, offensichtlich gegen die Deutschen, wie man es hier sehen kann, für die Migranten. Das ist eine reine Lobbytätigkeit, was hier läuft. Und da die Leute so dämlich sind und auch immer so wählen, werden sie auch entrechtet. Und sie haben es verdient. Sie haben es verdient in Hannover, weil sie seit Jahrzehnten so unfassbar dämlich sind, immer rot zu wählen. Mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Sie wählen immer rot und in dem Fall ist es sogar mal ein Grüner geworden. Ja, ihr braucht das scheinbar. Ihr braucht das scheinbar, dass ihr den Job nicht bekommt und weil jemand einen Migrationshintergrund hat, der schön im warmen Büro sitzt, während ihr diesen Winter friert und euren Job verliert. Das ist die Folge davon, wenn man so wählt. Und wenn man es nicht versteht und nicht rafft, dass man einer dauerhaften Hirnwäsche unterzogen ist. Und wenn man einfach da nicht aufwacht und es nicht hinbekommt, wie andere es hinbekommen, dann ist es halt auch Evolution. Ne? Und dann wirst du an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Du, lieber Deutscher, wirst dann nämlich zu 30% im Bürgergeld landen, wenn jetzt die Jobs flöten gehen, du auf der Straße stehst und überlegst, scheiße, was soll ich tun? Und dann bewerbe ich mich da irgendwo und dann heißt es, tja, schade. Wir kennen das auch aus Berlin schon. In Berlin haben das schon vor Jahren vorgeschlagen, dass Migrationshintergrund als Zusatzqualifikation gelten sollte. Das ist das gleiche Prinzip, ja? Du sollst quasi als besserer Mensch gelten, weil du Migrationshintergrund hast. In Berlin wurde damals gesagt, weil du dann interkulturelle Kompetenz hast. Wirklich? So what? Ich werde, meinetwegen bin ich Sohn türkischer Eltern, wachse hier auf, unter Deutschen, ja? Hab vielleicht mich voll integriert, nur so als Beispiel. Kenne gar keine anderen Ausländer groß, aber weil ich einen Migrationshintergrund habe, bin ich kulturell kompetenter. Ein Deutscher, der vielleicht im Ausland gereist ist, der vielleicht im Ausland studiert hat oder so, ist es nicht, weil er deutsch ist. Hier wird im Prinzip Einkommen, eine soziale Existenz abhängig gemacht von der Nationalität. Nochmal, das ist rassistisch. Es wird immer so getan, als müsste man diese armen Leute nach oben heben, weil es ihnen so schlecht geht. Und weil die eklig weiße Mehrheitsgesellschaft so böse ist, dass alle unterdrückt werden. Aber das ist natürlich ein Dogma, was vorangetragen wird, das überhaupt nicht bewiesen ist. Da gibt es keine Empirie für. Das ist einfach eine Behauptung. Und auf dieser Behauptung, und das macht man genauso bei Diversen und bei Frauen, wird einfach gesagt, deshalb müssen wir diesen Nachteil ausgleichen. Es ist ein Nachteilsausgleich offiziell. Das ist es aber nicht. Es ist kein Nachteilsausgleich. Denn die Leute haben die gleichen Chancen wie wir, die gehen an deutsche Schulen, die können sich bei deutschen Unternehmen bewerben, sie können sich kulturell einpassen oder eben auch nicht. Und es ist eben nicht so, dass der Deutsche per se rassistisch ist und die deshalb sozusagen so eine Stütze brauchen. Und das wird irgendwann, so wie das hier weitergeht, zum Standardfall werden, solche Sachen. Es wird dann für jeden Quoten geben, nur nicht für dich als Deutscher. Du als weißer deutscher Mann darfst schön die Fresse halten. So sieht es nämlich aus. Ich bin vielleicht wieder ein bisschen deutlich heute. Aber es ist so schlimm, dass immer diese Dinge, die ich prognostiziere und dass ich sage, hier sind die Strukturen, guckt es sich an, die ich vor Jahren schon gesagt habe, dass das dann so kommt.
Und keiner macht was dagegen. Und wenn jetzt hier Kritik kommt von einem Lambsdorff oder so, ja, ganz ehrlich, das Schmierentheater, da wird sich gar nichts dran ändern. Da wird auch eine CDU nicht gegen Stunk machen, die wollen das ja auch. Das ist doch deren Politik. Die meisten Leute haben noch nicht mal gemerkt, sage ich auch gerne nochmal, dass wir jetzt gerade eine Migrationskrise haben, die genauso groß ist wie 2015. Das haben die Leute gar nicht gecheckt. Die sind alle eingelullt mit Putin. Die merken gar nichts da draußen. Wir werden hier grundsätzlich Stück für Stück entrechtet. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, als Deutscher bist du der schlechtere Mensch. Es ist eine ganz einfache Aufteilung der Welt. Die Bösen sind die Deutschen und die Guten sind alle anderen. Na ja gut, die Russen nicht mehr. Die sind auch böse, ne? Okay. Aber ansonsten, ja, hast grundsätzlich ein Stigma als Deutscher, bist du weiß und privileged. Und sofort, wenn wer anders bist, Türke oder was auch immer, bist du besserer Mensch. Wobei man halt auch sagen muss, warum sind die Türken nicht auch Weiße? Ah, weil weiß und privileged nur für westliche Kulturen gilt. Ja? Ich könnte genauso sagen, sind Araber nicht auch quasi weiß? Ah, nee, das ist irgendwie anders, ne? Also weiß sind nur so westliche Menschen, das sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Diese Argumentation ist auch so lächerlich und ich habe letztens wieder was gesehen bei Zweien, gleich bei Major Eagle und bei Molch und Lurch, die haben beide dieses Ding auseinandergenommen von auf dem Klo. Da hast du so eine Muslima gehabt, die sich mit so einem blonden, ja, Männchen, ich sag mal Männchen absichtlich, also so einem richtigen Lappen da unterhalten hat und über ihre Beziehung und hin und her. Und das war so peinlich, weil sie dann auch weil er dann auch irgendwann sagte, ich bilde mir auch nicht ein, ich meine im Prinzip, es ist ganz klar, wenn du mit deinen Freundinnen da sitzt, dann gehe ich raus so ungefähr, weil solange ich da bin, wirst du immer diesen Druck haben sozusagen. Also eigentlich hätte er sich ein Hundekostüm anziehen können, so devot war der Typ, ja. Sowas von peinlich, kein echter Mann, wenn er mich fragt. So ein richtiger Tofu-Sören war das. Aber das ist genau das, diese devote Haltung, dass wir nicht sagen, Alter, seid ihr bescheuert? Das läuft gar nicht so. Das ist Rassismus. Nein, weil ich Angst habe, dass man mich als Rassisten bezeichnet. Da bin ich lieber ruhig und mach's mit. Wir haben auch immer Angst davor, dass wir als Rassist oder als Nazi bezeichnet werden. Da können die Folgen tausendmal schlimmer sein. Ist egal. Hauptsache kein Nazi, Hauptsache keine AfD. Ne? Da nehme ich dann gerne alles andere hin, dass ich arbeitslos bin oder sonst was. Alles okay. Hauptsache kein Nazi und kein Schwurbler. Und es ist so schlimm, dass die Sachen immer wieder eintreten und nichts passiert. Ich habe auch ein Video gerade gemacht über die Corona-Geschichte und die Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und ja, passiert halt auch nichts. Ne? Wir lassen halt alles mit uns machen, weil wir, und das sage ich jetzt ganz hart, eine devote Hunderasse sind. Und das ist eigentlich gar nicht von mir, sondern das ist auch von den Migranten. Wir sind eine Köterrasse und deutsche Gerichte haben festgelegt, dass es keine Volksverhetzung ist. Ja, also merkt euch, als Deutscher seid ihr der Dreck unter den Nägeln der anderen. Ihr seid einfach weniger wert und das sollt ihr auch spüren. Und solange ihr euch nicht wehrt, wird das immer so bleiben. Und ich habe noch. Ich erinnere mich, das habe ich auch schon gesagt, ich erinnere mich noch, ich habe die Werke von Fjordman teilweise gelesen. Fjordman ist euch möglicherweise noch ein Begriff. Und der hat immer davon geredet, dass im Prinzip dieser Antirassismus eigentlich anti-weiß ist. Und damals habe ich noch gedacht, naja, so weit gehe ich nicht. Also, dass es hier um eine anti-weiße Agenda geht, das glaube ich nicht. Inzwischen weiß ich es besser. Es ist eine anti-weiße Agenda, die hier läuft. Sowas gibt es nicht in anderen Ländern für Schwarze oder für Hispanics oder sonst wo. Es gibt's nicht. Es ist immer nur der Weiße, der böse ist. Der böse weiße Imperialist. Und wir als Weiße machen, glaube ich, 2% der Weltbevölkerung aus. Es ist völlig normal, dass andere Ethnien irgendwas machen mit immer für Schwarze oder ne, Nature for Black und all so ein Zeug. Gibt es irre Sachen? Da ist es völlig okay, wenn man sich nur auf Schwarze und auf eine Rasse bezieht und die sozusagen explizit fördert und die anderen benachteiligt. Das ist völlig okay. Aber machst du das für Weiße? Black Lives Matter. Es ist nicht All Lives Matter. Es ist Black Lives Matter. Schwarze sind wichtig, nicht Weiße. Nicht irgendwie alle, nicht der Harmoniefrieden. Nein, nein. Es geht um Schwarze. Habt euch mal überlegt, was passiert, wenn ich morgen hingehe und sage, ich mache eine neue Organisation auf und melde eine Demo an, ich nenne das mal White Lives Matter? Was glaubt ihr, was passiert dann? Dann habe ich wahrscheinlich bald den Verfassungsschutz zu Hause stehen, ne? Ja. Es geht alles seinen Gang, es ist geplant wie ein Uhrwerk, es funktioniert, es geht Stück für Stück genauso
wie man es schon vor 20 Jahren prognostizieren konnte. Und solange wir uns nicht wehren, wird es sich nicht ändern. Das Problem ist, dass wir ethnisch auch schon so ausgedünnt sind und so verblödet und so links ideologisiert, dass wir überhaupt keine Volkseinheit mehr haben, kein Einheitsgefühl, keine deutsche Identität, dass man sagen würde, wir als Deutsche wehren uns dagegen. Das hat man uns schon lange abgewöhnt. Wir sind zersplittert in den unterschiedlichsten Fraktionen, rechts gegen links, Schwurbler gegen Nicht-Schwurbler, geimpft gegen ungeimpft. Das hat man alles von langer Hand, meiner Ansicht nach, geplant und zieht das seit Jahrzehnten durch. Und ja, Chapeau, es funktioniert. Und wir werden bald über die ethnische Wahl verlieren. In Schweden hat man jetzt die ethnische Wahl, da hat man teilweise in Migrantenbezirken 30% der Stimmen von der Migrantenpartei. Man wird uns einfach demokratisch absetzen, weil wir unfassbar bestrebt sind, allen das Wahlrecht zu geben. Das läuft in Schweden, in Deutschland, ne, in den westlichen Staaten grundsätzlich. Oder in vielen Staaten, sagen wir es mal so. Und die werden uns demokratisch absetzen. Man hat es ja schon ganz klar gesagt, du hast kein Vorrecht als Deutscher, es ist nicht dein Land. Und, ich sage es nochmal, Verfassungsschutzbericht 21. Ja? Okay, ihr kennt das alles von mir. Ich sag mal, das soll es gewesen sein für heute. Ich finde, es ist ein Skandal, dass sowas passiert. Unter Grundgesetz ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Damit wischen sich andere Leute regelmäßig den Hintern ab. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich gucken soll, wo sich der Hintern abgewischt wird. Erst war es Corona, zum Beispiel jetzt hier. Also überall haben wir das. Wenn nicht Protest, sag ich mal, äußert, euch nicht anlegt mit Leuten, nicht diskutiert, nicht ganz klar mal sagt, egal wie unattraktiv es ist, das ist Rassismus, das ist Grundgesetzbruch, das geht so nicht, das ist Lobbyarbeit migrantische gegen uns, das ist anti-weiß, wenn das nicht sagt und dieses Fass nicht aufmacht, dann werdet ihr verlieren und wenn ihr es tut, seid ihr ein böser Rassist, das will keiner, das ist mir vollkommen klar, aber naja, was war es, muss wahr bleiben. Wobei ich immer sage, Wahrheit ist ein sehr strapaziertes Wort. Sei es drum, ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt, auf den Zweikanal Wander Wolf kommt, wenn ihr auf Twitter kommt, Einsamer Wanderer 4, auf Getter, den Lone Wanderer, Einsamer Wanderer habe ich auf vielen verschiedenen Kanälen, auf zum Beispiel Odyssey, BitChute, Frei3, also ihr findet mich überall im Netz, sogar auf TikTok habe ich angefangen. Teilt mich, stützt mich, liked mich, ich möchte einfach wachsen und möchte meine Gedanken an die Welt senden, damit sie die Diskussionen führen. Nicht, weil ich die Wahrheit gepachtet habe oder ich unbedingt weiß, wie es sein muss, sondern weil ich anderen eine Chance geben möchte, über Dinge nachzudenken und zu diskutieren und anderen vielleicht auch Argumentationsmuster an die Hand geben möchte, damit die selber in die Diskussion gehen, quasi als Multiplikator. Ich versuche sozusagen der Katalysator für euch zu sein. Ja, das war's von mir. Mein Lohn ist, wenn er mich teilt, wenn er mich pusht, wenn ich endlich mal die 10k erreiche, weil geldlich kommt bei YouTube halt nichts rum. Das ist einfach so. Und von da freue ich mich, wenn er mich wenigstens pusht. Das hier ist ein Idealistenprojekt. Ich mache hier den Kampf gegen die Windmühlen jeden Tag oder fast jeden Tag. Ja, und euer Zuspruch, eure Kommentare geben mir Kraft, wie ich hoffentlich euch auch Kraft gebe. Und euer Teilen ist mein Lohn. Das war's von mir heute. Bleibt mir gewogen.